Hallo und herzlich willkommen wieder aus dem Kongressstudio. Manuela, du bist wieder dran. Ja, ich bin wieder dran. Ich freue mich, weil diese Säule, um die es heute gehen soll, für mich das größte Fragezeichen beinhaltet. Du hast nämlich noch das Thema Gesundheit mit reingenommen. Das hat bestimmt, also einmal ist es in dir eine Säule, weil du als Körpertherapeutin gearbeitet hast. Trotzdem bin ich natürlich neugierig. Erstens, warum? Und zweitens, wen hast du befragt? Ganz genau. Ich habe als junge Frau, ja, ich habe ja als Körpertherapeutin angefangen. Ich habe mich mit 32 als Körpertherapeutin selbstständig gemacht und habe dann ein paar Jahre später die gewaltfreie Kommunikation kennengelernt und das von Anfang an dann zusammen unterrichtet. Ich hatte das Glück, dass ich kurz nachdem ich die gewaltfreie Kommunikation gelernt hatte, da war ich schon lange am Unterrichten mit Körperwahrnehmung und Körpertherapie. Und dann hat mich Christa Morf, bei der ich gelernt habe, das war eine Vertraute von Marshall Rosenberg hier in der Schweiz. Er hat ja lange in der Schweiz gelebt. Die hat mir gesagt, Renata, können wir bitte zusammen unterrichten? Weil du hast da etwas, was ganz genau da reinpasst und wir könnten einander befruchten. Und dann haben wir ungefähr 2 Jahre zwischendurch Kurse gegeben in Co-Teaching. Das war mein großes Glück. Und dann hat sie mich gesegnet und hat gesagt, Renata, unterrichte. Du kannst das alleine. Genau. Ich habe ihr dann gesagt, Christa, ich habe keine Ahnung, was Empathie ist. Ich weiß nicht, wie ich das als Modell sein soll. Weil ich hatte wirklich, ich musste kämpfen um Empathie, weil ich hatte ja immer recht und ich war schnell wütend. Aber da habe ich dann angefangen, die GfK mit reinzunehmen und dann hat sich das angefangen zu entwickeln und es ist so organisch, die Kommunikation und der Körper. Wir trennen das ja immer, aber ich weiß nicht, ob du gewusst hast, dass 90%, stell dir vor, hier sind 10% Bewusstsein und Sprache und die ganzen 90% sind unbewusst. Also es ist nicht wahnsinnig. Damit viel. Hast du mein Fragezeichen komplett schon beantwortet. Ja, ich habe es gewusst. Ja, aber trotzdem habe ich diesen Bogen nicht geschlagen. Aber klar. Er wird nicht geschlagen in der Gesellschaft, ganz interessanterweise. Obwohl ganz klar ist, wenn du, jetzt mache ich den ganzen Bogen, wenn du eine Schwierigkeit mitbringst aus deinem System, zum Beispiel, dass da ein Tabu ist und man sagt, darüber wird nicht gesprochen, dann hat das eine Wirkung in deinem Unbewussten, weil das deine Prägung ist. Und mit dieser Wirkung im Unbewussten werden Körperfunktionen aktiviert oder lahmgelegt. Und das bewirkt dann, dass du einerseits nicht sprechen kannst und andererseits irgendetwas auch blockiert ist in deinem Körper. Sehr einfach und eingängig. Immer total es ist total einleuchtend. Absolut. Kein Kongress, der über Kommunikation geht, kann jetzt noch ohne das Thema Körper und Gesundheit bestehen. Es ist wirklich ganz, es erstaunt mich immer wieder, wie sehr das immer noch getrennt ist. Ich unterrichte es ja seit 20 Jahren. Miteinander. In dir ist es quasi gar nicht auseinander mehr denkbar. Ich kann es nicht auseinandernehmen, weil immer, wenn in den Beratungen zum Beispiel das Gespräch nicht mehr weitergegangen ist, dann sind wir auf den Körperarbeitstisch gegangen. Ja. Das ist klar. Dann muss es sich auf, im Unbewussten lösen. Und dann kann es wieder weitergehen. Immer. Das hat sich total gut ergänzt über all die Jahre. Ja, glaube ich sofort. Und wen hast du dazu befragt? Ja, interessante Leute. Ja. Also, ich habe einerseits den Ralf Körner befragt. Er ist Heilpraktiker und hat ein Wissen entwickelt, das er biologisches Heilwissen nennt. Und das sagt, das erklärt er dann auch ganz gut, er hat uns eine PowerPoint-Präsentation bereitgestellt, ganz toll.
Sieht man schon in dem Trailer, kann ich nur empfehlen. Angucken, den Trailer. Genau, ganz genau, da ist es schon so ein bisschen sichtbar. Interessant, ja. Und wir haben es am Beispiel von Selbstwert genommen. Dieses biologische Heilwissen sagt, jeder Konflikt bewirkt entweder einen Zellabbau oder einen Zellaufbau. Immer. Und je nachdem, was für ein Konflikt das ist, gibt es Zuordnungen. Ein Selbstwertkonflikt zum Beispiel bewirkt, dass es in den Gelenken und im Gewebe Abbau gibt. Und wenn man das Zellabbau gibt, deshalb haben wir manchmal so weh an den Knien oder in den Schultern. Oder so. Okay, und ich kann gerade lernen. Und wenn man es erkannt hat und das Problem beginnt zu lösen oder sich gelöst hat, dann beginnt in diesem Fall dann wieder der Zellaufbau. Bei einem Tumor ist es umgekehrt. Zum Beispiel ein Sorgekonflikt und dann entsteht eine Zellvermehrung und wenn der Sorgekonflikt erkannt ist, dann können sich die Zellen wieder abbauen. Und das erklärt er genau, wie das geht. Und das habe ich in einem anderen Kongress gelernt und dann habe ich ihm gesagt, Rainer, hast du was mit Kommunikation? Weil verbindest du das? Und dann hat er gesagt, ja, selbstverständlich, ich mache Kurse, ich mache eine PowerPoint-Präsentation für dich. Und es ist ein langes Video, es dauert 2 Stunden, fast 2 Stunden. Und es ist aber derart ausführlich. Es ist wirklich so ein Mini-Grundkurs Kommunikation, Krankheit und Gesundheit. Ja, yeah. Toll, wow. toll, wirklich, das ist interessant. Dann habe ich meine Schwester Anna befragt. Ich habe eine ältere Schwester, die Shiatsu, also Physiotherapeutin ist, Shiatsu-Therapeutin und Shiatsu-Lehrerin war, auch lange eine Schule geführt hat. Und sie hat eine so hohe Qualität von Bewusstheit und Berührung, dass ich dir am Beispiel von Shiatsu, da kannst du irgendeine komplementärtherapeutische Methode nehmen, am Beispiel von Shiatsu einfach zeigen wollte, wie du Kommunikation anpacken kannst über deinen Körper, wenn du denkst, ich kann keinen Kurs machen, das geht nicht, das schaffe ich nie. Dann kannst du das über deinen Körper machen. Wow. Und Shiatsu, für mich als absolute Laien, das ist aber sowas mit Druck, ne? Also ich drücke bestimmte Stellen, oder? Das ist eine Methode, bei der gewisse Punkte am Körper gedrückt werden und dann werden Energiebahnen. Sowas wie Akupunktur und Shiatsu gehört so ein bisschen zusammen. Also es hat eine Verbindung, vom Hintergrund her hat es eine Verbindung mit Akupunktur. Und das wird sie aber auch erklären, woher es kommt und welche Haltung man hat und wie man da drauf schauen kann. Ja, toll. Das ist meine Schwester Anna. Es war mir ein wirklich großes Auch Problem. Schön, oder? So ein Geschwistergespräch ja. Und dann im Kongress, toll. Ja, und wir sind dadurch, dass wir ungefähr zur gleichen Zeit als Körpertherapeutin, sie als Shiatsu, ich als Wahrnehmungstrainerin angefangen haben, haben wir da natürlich ganz viel Austausch. Also da keine Geschwisterkonkurrenz, wer ist die bessere? Ja, überhaupt nicht. Sie hat immer wieder bei mir Kurse genommen, ich habe bei ihr Kurse genommen oder Sitzungen genommen. Ich habe am Institut, wo sie die Leitung hatte, habe ich unterrichtet und so weiter. Nein, wir waren total sehr gut. Gemeinsam unterwegs. Es war immer total spannend mit ihr. Schön. Dann habe ich noch was ganz Spezielles für euch. Ich habe die Beate Dauneiko-Meyer befragt vom Scheller-Institut in Radolfzell und sie ist Dunkelfeld-Mikroskopie-Expertin. Sie untersucht das Blut. Ihr wisst vielleicht aus den Büchern, man sollte sich basisch ernähren oder die Balance zwischen basisch und sauer und so weiter.
das kann sie sehen, wenn sie das Blut untersucht. Also du kannst zu ihr gehen und sehen, wie es deinem Blut geht, also deinem Ursaft, der dich am Leben hält. Der macht, dass du die roten Blutkörperchen, wenn die genug Eisen haben, dann transportieren sie ja das, den Sauerstoff. Oder wenn da zu saures Milieu ist und zu viel Belastung, dann funktioniert das Blut nicht so gut, dann bist du nicht so gut versorgt. Mhm. Und das zeigt sie, sie macht auch zwischendurch Videos, wo sie erklärt, also man kann das Blut dann sehen. Sie macht Videos, wo sie das zeigt, wo man diese Blutkörperchen sieht, wenn das ganz, ganz ideal ist. Wo man ein Video, wo man einfach einen Moment lang fließendes Blut sieht. Das ist so toll. Dann geht man dahin und gibt einen Tropfen Blut und dann legt sie das unter das Mikroskop und dann sieht man sein eigenes Blut auf einem ganz großen Bildschirm. Das ist faszinierend. Das ist faszinierend. Und dann? Und dann kann sie sehen, ob dein Blut belastet ist. Sie kann testen, was du brauchst, damit das besser wird. Und das erzählt sie dann im Interview, was da passiert. Ja, ich bin da gerade wirklich ganz neugierig. Genau. Ja. Die Beate Meyer. Und wer ist noch dabei? Und dann ist noch der Andreas Tröndle. Er ist 5-Rhythmen-Tänzer. Er macht so ein bisschen die Verbindung zwischen Körper, sich entwickeln und der Spiritualität, die dann die nächste Säule ist, weil er ist Theologe. Er war in der Jugendseelsorger und hat dann gemerkt, ich kann nicht in diesem engen Rahmen sein, und hat dann am Anfang so wie ein kleines Doppelleben gehabt und ist in den Diskos tanzen gegangen und dann wieder Jugendseelsorger. So. Und dann hat er die 5 Rhythmen nach Gabriel Roth kennengelernt. Das ist eine Form, wie man durch 5 verschiedene Rhythmen hindurch tanzt, die alle zum Leben gehören. Und er ist in der Schweiz, ist er so in der Umgebung von Zürich, ist er derjenige gewesen, der einmal im Monat in der Kirche an einem bestimmten Ort, wo es einen sehr modernen Pfarrer hatte, in der Kirche diese 5 Rhythmen getanzt hat mit den Leuten. Toll. Und macht er noch immer Predigten oder ist er jetzt nur noch 5 Rhythmen? Ich habe das Interview mit ihm noch nicht geführt und deshalb weiß ich das nicht. Ich nehme das dann als Frage. Das Fragen bitte, ja. Spannend, ja. Also das ist auch so ganz interessant, weil er hat auf seiner Webseite steht zum Beispiel als ein Slogan steht Sweat your prayer, also schwitze dein Gebet. Und genau das ist es ja, wenn man sich wirklich ganz ausdrückt. Ja, und das ist auf jeden Fall schon mal eine Ankündigung für unsere nächste Säule und das nächste Video. Und wie kommt dann im nächsten Video, genau. Bis später, bis zum nächsten Mal. Ja, bis dann. Tschüss. Bis dann.